Hallo Leute und fröhliche Weihnachten. Kleine Weihnachts Ansprache. Ich habe für euch hier eine kleine Schneeflocke gemacht mit dieser kleinen Grafik, die ich dort programmiert habe, und ich wollte das irgendwie benutzen, um da mal ein bisschen drüber zu reden. Wie ihr seht, ist diese Schneeflocke ist ein winziges, sehr, sehr winziges Programm. Nämlich genau genommen ist das das hier. Und das ist eigentlich nur diese Zeile hier, also diese beiden Zeilen. Das ist die gesamte Schneeflocke. Das ist das gesamte Programm, das diese ganze Grafik zeichnet. Also mit den Sachen, die das natürlich interpretieren. Aber das ist die Definition der Schneeflocke. Und das ist schon was ganz Interessantes. Aus dem einfachen Grunde, wenn wir uns das angucken, das sieht sehr, sehr abgefahren aus. Ich muss das mal ein bisschen erklären, glaube ich, wie das funktioniert und was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass wir eigentlich, ist dieser Code hier, ist so wie genetischer Code. Das ist so wie so eine Gattaca, wie heißt das, so eine Folge von Genomsträngen, die da sind, und diese Selbstähnlichkeit, die hier stattfindet, die wird in dieser Zeichenkette gemacht. Und je komplexer es wird, je weit tiefer ich diese Rekursion schalte, desto länger wird dieser String. Und wie das funktioniert, zeige ich es mal. Wir haben von diesen Sachen irgendwie mehrere. Ich nehme jetzt mal die einfachste, das ist die Koch-Turtle. Die Kochkurve sieht am Ende dann so aus. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie das hier oben mit der Schneeflocke, bloß dass die Schneeflocke rund ist. Und wenn wir die irgendwie bei 0 anfangen, dann haben wir einfach nur eine Linie, wie ihr seht. Darüber wird irgendwie immer die eigentliche Genkette sozusagen ausgetragen. Das ist eine eigene Sprache, die ich jetzt entwickelt habe dafür. Das heißt hier, die Grundlänge ist 5, also 5S, also S, diese Strecke ist 5. 60T heißt der Turn, also praktisch die Drehung 60 Grad, und einmal Forward, also wir haben einen einfachen Forward. Sobald wir diese Sache vergrößern, dann wird diese, da gibt es eine Ersetzung. Also ich zeige das nochmal kurz, wie das Ding aussieht. Turtle Koch, dass ihr seht, was passiert. Also hier seht ihr im Prinzip diesen Ansatz. So, und jetzt geht das durch. Jedes Mal, irgendwie mit jeder Rekursionstiefe, wird dieser String genommen und jedes F wird gegen dieses hier ausgesetzt. Das heißt, jedes F wird zu 2-mal F, das heißt dreimal F sogar, 4-mal F. Das heißt, die Strecke wird letztendlich vervierfacht, aber nur im geraden Sinne verdoppelt. Und dann wird irgendwie mit dem Linksturn Forward, Rechtsturn, also 120 Grad, Forward, Linksturn. Das heißt, das sieht dann so aus. Wenn ich jetzt die Kochkurve 1 mache, das ist der falsche. So, hier die 1. Dann seht ihr, das wird, ich mache den mal ein bisschen länger, damit wir das besser sehen können. 10. Geht das nicht irgendwie die. Ach, habe ich nicht eingebaut, dass sie länger wird. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt diese Kurve kriegt praktisch so eine Beule. Und wenn wir da noch eine weitere Stufe machen, dann kriegt jede einzelne Linie, die wir haben, kriegt eine weitere solche Beule drin. Und es wird entsprechend immer vergrößert. Und entsprechend wird dieser Genomstrang hier oben, also diese Zeichenkette, die wird auch immer länger. Das ist praktisch das, was dieses Ding zeichnet. Jetzt nehmen wir die Zweier. Das hatten wir eben. Jetzt nehmen wir die Dreier. Das ist dann dieses hier. Oder die Vierer. Die sehen dann schon so groß aus, dass das gar nicht mehr da richtig dargestellt wird. Und so wird diese Schneeflocke immer komplexer. Und diese Ersetzung, die hier stattfindet, das ist genau dasselbe, was in der Biologie stattfindet. Und das wäre irgendwie zum Beispiel, irgendwie wir haben diesen Turtle Sierpinski, das fängt dann irgendwie auch ganz einfach an, das fängt einfach an mit einem Dreieck. Dann haben wir irgendwie ein Dreieck im Dreieck, dann haben wir Dreiecke im Dreiecke im Dreieck, dann haben wir Dreiecke im Dreiecke im Dreieck. Und so weiter wird das irgendwie immer
immer komplexer und wir haben am Schluss eine Struktur, die sieht irgendwie, ihr merkt euch das mal, das ist irgendwie nämlich irgendwie eine solche, diese Genomstrecke, die hier ist, die sieht schon irgendwie abgefahren aus. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, dass wenn wir einen Browser aufrufen und wir suchen einfach mal hier Pinsky Pattern Nature. Und dann sehen wir, dass sie unsere Natur tatsächlich solche Muster erzeugt. Ich hoffe, dass ich das jetzt finde. Das sind diese Sierpinski-Muster, die da sind. Und die findet man tatsächlich in der Natur, auf Muschelschalen zum Beispiel. Und mal sehen, wo ich das finde. In Blütenblättern findet man das. Das ist mich schon wieder diese Sache, was ich irgendwie, glaube ich, mal erzählt habe über die Fibonacci-Zahlen. Die stecken da nämlich drin. Und wenn wir uns das hier mal angucken, da ist schon so etwas drin. Da sieht man schon mal fraktale Pattern. Aber es gibt tatsächlich irgendwie eine Muschel, die genau solche Sierpinski-Muster ausbildet. Na, finde ich jetzt natürlich irgendwie spontan nicht. Naja, dann suche ich das mal kurz raus. Dann muss ich das irgendwie anders machen. Vielleicht findet man es auch hier bei Wikipedia. Irgendwo habe ich das gefunden. Irgendwo war dieser Pattern in der Natur, irgendwie genau dieses Pattern in der Natur vorhanden war. Und das ist also praktisch die Natur ist an dieser Stelle, also wir sind da auf der Spur. Und die Sache ist die, dass diese Sachen, die ich jetzt hier vorgemacht habe, das ist eigentlich, also genau genommen ist das die Grenze unserer Wissenschaft. Wir haben da noch nicht so viel, was jetzt, wo wir jetzt sagen würden, ja, wir alle kennen das schon oder so. Nein, das ist eine relativ neue Entwicklung. Und was wir hier entdecken, ist ja äußerst erstaunlich. Wir haben, also kommen wir dann Tower of Sierpinski. Da kommen dann irgendwie solche Sachen auf. Und das, was ich hier gemacht habe, dieses kleine Programm, das ich geschrieben habe, das das so darstellt, das ist auch, wenn man so will, sowas haben wenig Leute gemacht, also schon diese Grafiken zeichnen, das ist häufig, aber dass wir das irgendwie, dass wir das herstellen aus diesem wie nennen sie sich, Lindmeier-System, das machen relativ wenig Leute, das hat kaum einer gemacht. Und wenn wir uns das mal angucken, diese Turtle-Hilbert-Kurve zum Beispiel, das ist genauso ein Ding. Das heißt, da fangen wir auch an mit einer einfachen Linie. Oh, die wird jetzt nicht gezeichnet, egal. Wir haben dann eine Linie, die einen Buckel kriegt. Dann kriegen wir, machen wir das mal ein bisschen größer, eine Linie, die einen Buckel kriegt. Dann haben wir eine Linie, die, wo jede einzelne Linie einen Buckel kriegt, nach innen. Wie ihr seht, ist das praktisch irgendwie jedes Mal ist es irgendwie so rein. Und jetzt die nächste Stufe würde dann wieder, jede einzelne Linie bekommt ein Buckel nach innen. Und so werden dann irgendwie langsam aber sicher sehr, sehr komplexe Grafiken da draus. Und auch unser Genom wird immer komplexer und komplexer. Und wenn ich das kann ich irgendwie beliebig weiter treiben. Das ist. Bis es wirklich irgendwie so ein Muster gibt, das jetzt, ja, das ist ebenfalls ein Muster, das man in der Natur im Prinzip finden kann. Und das hier ist diese Genomstruktur, die wir hier haben. Ne? Das ist das, was am Ende macht das Programm ja genau das, was in unseren Zellen passiert. Das heißt, wir haben eine Kette von Symbolen, eine Kette von, also Adenin, Thymin, wie heißen die verschiedenen Kettenelemente der Genstruktur nochmal? Naja, egal, jedenfalls Thymin, Dingsbums,
Dings, naja, egal. Jedenfalls, diese einzelnen Symbole werden jedes Mal von einer, werden durch Enzyme gespliced, werden Gensplicings gemacht. Genau dasselbe mache ich ja hier in diesem Programm. Das heißt, das sind Gensplicings, die ich mache. Also praktisch, wenn ich jetzt diese Hilbert-Kurve nochmal angucke. Ich habe praktisch, also und meine ursprüngliche Genkette, das ist einfach nur das A. Ja, und danach wird irgendwie, gibt es zwei Symbole, A und B. Jedes A wird gegen dieses ersetzt, jedes B wird gegen das ersetzt. Und diese kleinen Dinger hier, diese kleinen, diese Befehle, die ich habe, das ist praktisch eine eigene Computersprache, die ich dafür, naja, entwickelt habe. Also ich habe sie einfach definiert. Ich habe gesagt, okay, ich habe eine neue Sprache und die hat folgende Befehle: vorwärts, links, rechts und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel den Turn definieren, die Streckenlänge definieren, also T und S ist das Befehl vorhanden. Aber das ist im Prinzip eine genetische oder eine Genstruktursprache, wenn man so will. Und wir können dadurch, dass wir diesen Lindenmeier da draufsetzen, können wir sehr, sehr komplexe Sachen machen. Wir können ja ein paar mehr Symbole nehmen hier. Und dann fangen nämlich an, diese Sachen äußerst komplex zu werden. Und jetzt schaut euch mal unsere normalen Gensequenzen an und dann schaut euch das hier an und ihr seht wieder eine gewisse Ähnlichkeit. Der Witz ist, dass es eben in der Natur direkt diese Muster gibt, die ich hier herstelle. Direkt. Die nennen sich auch Turing-Pattern teilweise. Also Turing-Pattern sind Alan Turing ist ja so der Vater der Informatik und der hat das rausgefunden, dass praktisch durch solche Mechanismen, durch solche Sachen, und zwar durch das Zusammenwirken von Chemikalien, wo ist denn das? Das ist hier natürlich irgendwie nicht drin, vielleicht im Englischen. Ja, im Englischen ist es drin. Hier sehen wir diese Turing-Pattern, die in Wirklichkeit dann am Schluss in der Natur auftreten. Und das ist genau dasselbe, was ich hier euch vorgemacht habe. Und da gibt es eben sehr, sehr komplexe Muster, die dann am Schluss sehen sie aus wie die Muster aus Tieren. Genau dieselben Muster kann ich praktisch mit diesem Turing-Pattern erzeugen. Und die Sache ist, dass diese Turing-Pattern wirklich diesen, das ist der Mechanismus. Die haben so einen Algorithmus, die Tiere. Und auch wir Menschen haben diesen Algorithmus drin. Die Schneeflocke ist auch so ein Algorithmus. Das heißt, gibt es einen bestimmten, wenn ich eine Kristallanlagerung habe, bekomme ich eine Kristallanlagerung an einer Kristallanlagerung, bekomme ich eine Kristallanlagerung an einer Kristallanlagerung, an einer Kristallanlagerung und so weiter. Das ist genau so ein Algorithmus. Und wir stehen dermaßen am Anfang von dieser von der Entdeckung, was das bedeutet. Hier sind zum Beispiel diese Lindenmeier-Bäume. Das ist ja diese Lindenmeier-Trees, das Lindenmeier-System, das ich euch eben gezeigt habe. Das ist Meier-System. So, holen wir uns mal kurz raus. Diese Lindenmeier-Systeme, mit denen kann man solche Zweige herstellen. Das sind natürliche Pattern. Das ist Natur. Nur, das versteht noch keiner. Hier sieht man übrigens auch wieder die Schneeflocke, die Kochsche, die ich da gezeigt habe. Es gibt die Drachenkurve und es gibt noch viele, viele andere. Und diese Musterbildung, die wir hier haben, das ist etwas, was wir gerade erst begreifen. Das heißt, wir sind am Anfang unseres Begreifens an der Stelle. Wir haben noch, das sind die Ausgangspunkte davon. Und noch viel weiter sind wir nicht. Das ist die Grenze des menschlichen Wissens. Und das, was wir hier erzeugen, sind quasi lebende Strukturen. Das sind quasi, also im Digitalen zumindest, Nachbildung von dem, was genetisch passiert. Ob das jetzt Leben genannt werden kann, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind wir kleine Frankensteins. Wir haben diese kleinen Dinger auf unserem Labortisch und wir sagen, wir lassen sie jetzt einfach mal leben. Und wir lassen sie
gegenseitig so ein Gensplicing machen. Wir gucken, was passiert. Oh mein Gott, wir kriegen völlig faszinierende Strukturen. Und ja, also was soll ich dazu sagen? Das ist gleichzeitig faszinierend, erschreckend. Das ist ein Schritt, der in die Zukunft reicht, zu einer Hand, die ins Dunkel reicht. Wir stehen am Rand unseres Verstehens, am Rand des Wissens. Und gleich über diesen Rand hinaus ist Dunkelheit, ist Nebel. Wir greifen in diesen Nebel und wir fühlen etwas. Und was ist das, was wir fühlen? Was sehen wir dort? Wir sehen dort also wirklich mit ganz wenig Code, ja, mit nichts. Wir sehen, dass dort Dinge passieren. Und diese Dinge, die können, also in älteren Zeiten, in religiösen Zeiten hat man gesagt, ja, ich berühre Gott oder den Dämon oder den Teufel oder sowas. Aber wir schaffen Wissen. Wir reichen hinaus aus der Welt des Wissens in die Welt der Unwissenheit und wir holen diese Welt der Unwissenheit in unsere Welt. Das heißt, wir schaffen Wissen. Wir sind Wissenschaftler an dieser Stelle. Und jeder von euch ist ein Wissenschaftler, der das irgendwie der damit rumspielt und damit neue Dinge entdeckt. Da ist noch nichts entdeckt. Das ist die Grenze des Entdeckten. Es gibt irgendwie einen Mathematiker, der Stephen Wolfram, der auch das Programm Mathematiker und Wolfram Alpha diese Suchmaschine gemacht hat. Und der glaubt da fest dran, dass das die neue Wissenschaft ist. Dass dieser Weg, dieses Erkunden dieser Systeme, über die wir nichts wissen. Nichts, gar nichts. Aber gleichzeitig kommt das von unten der Biologie entgegen. Also die Biologie kommt von top down, von oben runter, versucht sozusagen aus den lebenden Strukturen die zu analysieren, zu verstehen, wie funktionieren sie. Und wir kommen von der Informatik von bottom up. Das heißt, wir sehen die einzelnen Teile. Wir haben plötzlich solche einfachen Strukturen und wir stellen fest, mit der Informatik können wir Dinge erklären, die die Biologen nicht erklären können. Die können nicht erklären, wie die Muster auf die Tiere, auf die Felle von Katzen kommen oder von Vögeln oder wie sich Blätter entwickeln. Das können die uns nicht erklären. Die können nur sagen, ah, das ist ein Blatt, das ist ja von der Typ A, das ist vom Typ B, das ist vom Typ C. Die können nicht erklären, wie das passiert. Wir können das erklären. Wir können erklären, wie das passiert, weil wir die Grundmechanismen dafür haben. Wir können erklären, wie Gene-Splicing funktioniert. In der Theorie, in dieser Informatik. Das ist dasselbe. Das ist digitales Gene-Splicing. Theoretisch, keiner weiß, was da passiert. Keiner weiß, wie weit das geht. Ob wenn ich eine etwas andere, wenn ich ein paar mehr Symbole habe, ein paar interessante Ersetzungsregeln, ob wir dadurch vielleicht das erste künstliche Leben erschaffen. Das ist durchaus möglich. Ich bin hier mit diesem Experiment eigentlich direkt dort, wo Frankenstein steht. Der sagt, also wie im 19. Jahrhundert hatten sie, oder ich glaube sogar im 18. war das schon, da hatten sie eben diesen Froschschenkel, den sie abgetrennt haben, haben da Elektroden angeschlossen und haben gesagt, seht, dieser Froschschenkel bewegt sich nur, weil wir elektrischen Strom durch die Muskeln leiten und der fängt an zu zucken, obwohl der ist eigentlich ja tot. So, er ist tot, aber trotzdem lebt er. Ihr kauft beim Fischmann eine Scholle. Die ist tot. Und ihr nehmt Salz und streut es auf die Scholle. Fängt die an zu flattern, als wenn sie leben würde. Und das ist eben dieser große Schock gewesen im 18. Jahrhundert oder im 19. auch, der letztendlich zu Mary Shelleys Frankenstein geführt hat. Wo hört das Leben auf? Wo fängt der Tod an? Wo hört der Tod auf? Wo fängt das Leben an? Und das ist der Punkt, an dem wir hier sind in der Informatik, dass wir so kleine Strukturen haben. Wir sind natürlich noch, die sind nicht lebendig, ja, so keine Chance. Aber wir spielen mit der Möglichkeit
von Lebendigkeit. Und wenn wir hier mit künstlicher Intelligenz arbeiten und diese Systeme sich so entwickeln lassen, von der Maschine weiterentwickeln lassen, bis sie etwas entwickeln, was vielleicht einen Sinn hat. Also wir stellen eine Aufgabe, wir stellen dem Programm eine Aufgabe und sagen, okay, du kriegst jetzt hier irgendwie ein paar, also ein Lindenmeier-System und um diese Aufgabe zu erfüllen, probier einfach mal irgendwie herum. Ersetz einfach mal, mach mal durch Selektion, also durch Mutation und Selektion dieser Genstränge, dieser Ersetzungsregeln. Also durch Veränderung des Genoms und da testet ihr einfach die Ergebnisse, die dabei rauskommen, ob dort irgendwie sterile Ergebnisse sind, ob die besser näher dran sind an dem, was wir wollen. Wie zum Beispiel bei der Hilbert-Kurve, die wir eben gerade gesehen haben. Diese Hilbert-Kurve füllt perfekt eine Fläche aus. Und zwar so, dass wenn man die in die Mitte setzt und dann alle, wenn man hier, dieses ist ja der Anfangspunkt, wenn man alles dreht in alle Richtungen, dann würde er von der Mitte ausgehen, langsam sich nach außen vorarbeiten. In einer perfekten Art und Weise. Und deswegen sieht man, wenn ich jetzt hier irgendwie mit der Maus irgendwie einfach mal dem folge, dann sieht man, dass man praktisch diesen Weg folgend langsam, aber sicher den Weg von der Mitte aus nach außen verfolgt. Und jedes Mal immer die nächsten Pixel zu diesem Punkt, den wir jetzt gerade haben, gefunden und ausgefüllt werden. So wird zum Beispiel Blender, dieses Programm, um 3D-Sachen zu entwickeln, die rendern, kann man so schalten, dass sie nach diesem Muster arbeiten. Es gibt Suchmuster von Tieren in der Natur zum Beispiel, die versuchen, Beute zu finden oder so, die gehen nach diesem Muster vor. Das ist so. Das ist der kleine Frankenstein. Das ist die diese kleine Schneeflocke, die wir haben, die anfängt mit einem Dreieck. Ja, die dann sagt, okay, wir haben eine Beule in jedem Dreieck. Genau diese Kochsche Beule, seht ihr diesen Kochschen Zacken? Und dann wollen wir in jedem Zacken aber einen weiteren Zacken haben. Und in jedem weiteren Zacken wieder einen Zacken. Na, das ist zu groß. Und dann in jedem weiteren wieder einen. Na, jetzt wird es irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Nummer 3. Das ist zu groß, 2. Ja, und so haben wir dann irgendwie unsere Schneeflocke. Und da sage ich einfach mal irgendwie fröhliche Weihnachten. Das ist der Rand unseres Wissens. Weiter ist die Menschheit nicht. Und hier übernehmt ihr die Fackel. Ihr seid die nächste Generation. Und ihr versucht herauszufinden, ob ihr damit vielleicht Neues erschafft. Vielleicht weitergeht, als wir gegangen sind. Vielleicht ist nicht, also sind nicht die Algorithmen die Antwort auf die Fragen der nächsten Generation. Vielleicht ist es sowas. Vielleicht seid ihr alles kleine Frankensteins am Ende. Vielleicht erschafft ihr Leben mit solchen Systemen. Ja, dann würde ich sagen, frohes Fest noch für euch.